Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich euch mal einen kleinen Haul zeigen. Ich war ja jetzt fast einen Monat fleißig im Konsumfasten und bin jetzt aber heute dann trotzdem nochmal losgegangen. Und zwar habe ich mir hier so eine kuschelige Thermoleggings geholt. Die kosten 3,99 €. Ich habe das Etikett schon weggemacht, weil ich sie gleich waschen möchte. Und dann kam mir, Mensch, ich könnte euch ja eigentlich auch mal wieder was zeigen. Dann habe ich diesen Spitzer hier mitgenommen für 1 € für den Adventskalender von meinem Kleinen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe schon so viele Sachen für meine Töchter da, aber für meinen Kleinen eigentlich so gut wie nichts. Genau, hier habe ich mir noch zwei normal linierte Notizbücher genommen, denn für 1,99 €. Denn ich möchte eine neue Sache ausprobieren. Und zwar heißt die psychologisch auch wertvoll gehalten, schreibe jeden Morgen 3 Seiten, ohne den Stift abzusetzen. Das möchte ich mal probieren. Das soll sehr befreiend und entspannend wirken. Und ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus, ob das für mich auch funktioniert, denn ich habe auch vor, ich weiß es gar nicht, ich hatte ja in meinem Traveler Journal wirklich letztes Jahr wieder sehr intensiv angefangen, Tagebuch zu schreiben und habe mir jetzt so ein ganz dickes, fettes Buch gesucht und habe richtig angefangen, wieder Tagebuch zu schreiben am 16.04. diesen Jahres. Also das war wirklich so ein Tag, da war mein Kopf so knallvoll, da habe ich mir dann einfach dieses Buch hier genommen und habe dann einfach angefangen zu schreiben. Das ist eigentlich so ein richtiges Bullet Journal für Eintragungen und ihr seht, ich habe da auch hier das rein und da habe ich zum Geburtstag habe ich von meiner Tochter so ein Zettelchen bekommen und dann habe ich es auch ein bisschen verschönert und verziert und ja, hier vorne einfach auch ein bisschen was reingeklebt und ja, genau. Aber da möchte ich einfach, also trotzdem schreibe jeden Morgen 3 Seiten, ohne den Stift abzusetzen, möchte ich trotzdem auch an dem Tagebuch weiter festhalten, weil das mir einfach unwahrscheinlich viel bringt und mir auch unwahrscheinlich gut tut, die ganzen Veränderungen, die ich jetzt momentan selbst entschieden zurzeit durchmache, in denen finde ich es einfach persönlich wichtig, dass ich da einfach wirklich alles rausschreibe, was mir frühs morgens wirklich die Birne dicht stopft. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das hinkriege, wenn die Kinder noch zu Hause sind oder ob ich mich dann vielleicht wirklich bewusst mit einem Kaffee hinsetze und da wirklich dann 3 Seiten schreibe. Wobei die sagen, man soll es direkt nach dem Aufstehen machen, aber das würde halt für mich persönlich bedeuten, ich müsste mindestens eine halbe Stunde früher aufstehen, weil, ja, das hat sich jetzt bei uns so gut eingependelt, dass wir wirklich um 6:30 erst wieder aufstehen. Ich hatte eine Zeit, da bin ich wirklich um 5:45 aufgestanden. Das war kein Spaß, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich muss so früh aufstehen, dass es läuft. Und es hat sich jetzt im Nachhinein glücklich gefügt und entspannt einfach auch eingefügt, dass ich erst um 6:30 aufstehe. Wenn ich das jetzt halt direkt nach dem Aufstehen machen würde, was ja eigentlich auch der Sinn und Zweck davon sein soll, müsste ich aber für mich, um nicht in Stress zu kommen, müsste ich halt doch wieder früher aufstehen. Und ja, ich weiß nicht wirklich, ob ich das packe, weil ich halt abends auch immer relativ lang am Rumgeistern bin hier noch. Also da müsste ich auch meine ganze Abendroutine dann nochmal neu strukturieren. Ja. Aber wie gesagt, mein Leben strukturiert sich gerade eh komplett um. Aber nicht ins Negative, sondern ins absolut und durch Positive. Also da bin ich echt total happy, dass ich den Schritt gewagt habe. Aber wie gesagt, das werdet ihr in den nächsten Monaten dann alles mitbekommen. Und ja, ich will da nicht zu viel verraten. Es wird eine geile Sache. Ja, darf man das so sagen? Ich weiß es nicht.
Ja, dann habe ich hier die Servietten mitgenommen, denn heute ist auch irgendwohin so ein ganz besonderer Tag. Viele Messen, Hochzeitstagen, wenn sie nicht gerade so der 10., der 20. und der 25. sind, keinerlei Bedeutung zu. Aber wer sich ein bisschen auskennt, kennt die verschiedenen Begriffe der verschiedenen Hochzeitstage. Und mein Mann und ich, wir feiern dieses Jahr die Keramikhochzeit. Ja, also der 9. Hochzeitstag. Da darf man schon, denke ich mal, also mittlerweile darf man sich darauf schon echt was einbilden, wenn man im Endeffekt hört, wie schnell immer ja, alles auseinanderbricht. Und ja, ich meine, bei uns ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ja ganz normal. Geknallt hat es bei uns noch nie richtig, also so richtig heftig gestritten haben wir uns noch nie. Wir haben eigentlich bisher auch nicht mal ein bisschen gestritten. Das kommt bei uns einfach nicht vor. Wir versuchen, Unstimmigkeiten immer aus der Welt zu schaffen, bevor es knallt. Weil ich einfach ein Typ Mensch bin, ich mag einfach keinen Streit. Ich habe dadurch, dass ich eine ziemlich heftige Kindheit hatte, habe ich so eine leichte Streitallergie. Was ich mir geholt habe, von der habe ich ja schon eine, aber ich finde sie total süß, ist nochmal die Sumsi, also die Sumsi mit Po, der Optimismus. Den möchte ich nicht verlieren. Ich weiß jetzt nur noch nicht, was ich damit mache. Ich habe eine Bekannte, die fand die Tasse heute in meiner Insta-Story so cool. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht verpacke ich die in diese ganze Verpackungsfolie und in Luftpolsterfolie und keine Ahnung. Und ja, lass die ihr einfach zukommen. Das weiß ich noch nicht. Weil ja, ich fand es total süß. Oder ich stelle sie mir einfach zum Nicht-Trinken, sondern so als Stiftetasse einfach hier unten hin. Passend zu den Servietten, zu unserem Ehrentag, habe ich auch eine Schale geholt. Die hat gekostet 2,99 €. Die Tasse gibt es für 1,99 € bei Kick. Und dann, weil ich auch so ein bisschen geschirrtechnisch etwas umstellen möchte und einfach ja, ein bisschen anders organisieren, gucken und machen und tun möchte. Jetzt bin ich gerade erschrocken. Die Verkäuferin hat mir das so gut eingepackt und das sah jetzt gerade durch den Aufkleber echt so aus, als wäre mir da was abgerissen. Habe ich jetzt hier so ganz coole Schalen mitgenommen. Die finde ich echt total mega. Kann man auch bestimmt richtig genial als Salatschale nehmen. Da kostet eine Schale 1,99 €. Da habe ich jetzt einfach mal so für Weihnachten und so, habe ich da jetzt mal 2 Stück mitgenommen. Ja, ich finde es einfach echt cool. Kann man auch Kekse und sowas reintun. Und ja, also ich bin jetzt echt noch am Überlegen. Ich sag mal, das hier kennt ihr ja schon. Das sind ja so Sachen, die werden irgendwie immer aufgehoben, weil ich persönlich finde, die kann man irgendwie immer gebrauchen. Und ja, genau. Dann möchte ich das jetzt aber trotzdem weghaben. Das müsst ihr jetzt einfach kurz ertragen. Das dauert ja nicht allzu lang. Aber Ordnung ist einfach halbe Leben. Das ist einfach so. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Meint, das ist kaputt, das ist nicht schlimm. Kann man trotzdem noch verbasteln. Genau, ja. So, tun wir das gleich wegpacken. Und dann ist hier wirklich wieder Ordnung. Gut, also, dann sind wir auch mit dem Kick schon durch. Genau. Und dann geht's weiter bei Woolworth. Und bei Woolworth habe ich ein bisschen mehr zugeschlagen. Bei Woolworth habe ich mir wieder mitgenommen, weil es halt alle ging. Und das Verpacken dadurch relativ blöd mit dem durchsichtigen Klebeband ist oder mit dem Panzertape. Habe ich mir jetzt erstmal für 3,99 € pro Rolle ja, Klebeband mitgenommen, was ein bisschen
bescheuert ist, weil ich jetzt vorhin schon ein paar Sachen in Vorratskeller geräumt habe und dadurch gesehen habe, wir holen ja immer bei der Metro diese ganz großen Packungen 5 Liter Milch auch auf Vorrat, weil mit 6 Personen halt schon ein etwas höherer Milchverbrauch bei uns besteht. Und ja, da habe ich dann jetzt auch gemerkt, okay, wir müssen am Wochenende eh noch zum Großmarkt. Hätte ich mir jetzt eigentlich sparen können, aber ja, ist jetzt nicht schlimm, jetzt ist es dabei. Genau, die gehen uns irgendwie auch immer ständig kaputt. Jetzt möchte ich mal die von Stenzer ausprobieren. Ich hatte davor immer irgendwelche anderen vom Müller oder so, schweinisch teuer. Muss ich gestehen, sehe ich nicht mehr ein, zwei Stück, 1 Euro. Dann habe ich einen wunderschönen, glitzernden Kugelschreiber mitgenommen. Da steht auch auf allen Kugelschreibern so ein ganz, ganz wunderschöner Spruch drauf, den ich euch bei diesem Exemplar jetzt aber nicht zeigen werde, weil das ist nämlich auch noch eine Überraschung für meine Freundin, für meine Bestie. Ja. Und dann habe ich hier noch so ein paar Haken mitgenommen. Edelstahlhaken in klein und groß. Dreierpack in groß für 1 Euro. Achterpack in klein für 1 Euro. Und noch mal ein bisschen Adventskalender-Füllmaterial. Das kommt dann auch gleich in den Schrank. Da habe ich schon so ein kleines Köfferchen mir hergerichtet. Und ja, das ist Nervennahrung für mich. Das ist auch noch mal für einen Adventskalender, dass diese beiden Dinge gingen beim Penny noch mit. Und ja, da habe ich auch noch Füllung für die Herzchenschale geholt. Und dann freue ich mich auf einen wunderschönen, ja, für mich persönlich Feiertag irgendwohin. Und ja, werde hier jetzt mal die Schüsseln und alles noch schnell reinigen, die ganzen Adventskalendersachen verpacken und einfach alles für heute Abend herrichten. Ja, ich durfte heute ausschlafen. Ich war so fertig. Und ja, genau. Ja, mein Traveler Journal kommt dann auch bald. Also wirklich bald vom letzten Wochenende. Da muss noch ein bisschen was fertiggestellt werden. Und ja, da wird wahrscheinlich auch eine Lücke in der Seite sein, weil ich habe jetzt überlegt, ob ich meinen Bekannten anschreibe wegen einem Liedtext rein, nur wegen dem Text, ob er da irgendwelche Möglichkeiten hat, mir den für privat einfach zukommen zu lassen. Aber selbst wenn ich diesen Liedtext jetzt für das Traveler Journal nutzen würde, also nur das Geschriebene, nur die Sätze, Wörter, den Text halt, dadurch, dass ja die CD zwar schon raus ist, aber ohne Liedtext Insert, Inlay, ich weiß nicht, wie man das bei CDs nennt, muss ich da ein bisschen Acht geben und darf das nicht so zeigen. Also könnte es halt im Endeffekt sein, dass ja, dass da also kein vollständiges Traveler Journal durch das Video flitzt, sondern halt ein angefangenes. Und dann habe ich hier noch so viele Projekte, die ich beenden möchte. Ich möchte auch noch die ATCs, die muss ich auch noch fertig verteilen. Dann habe ich noch ein kleines Notizbuch, wo ich so ein bisschen was anderes reinbasteln möchte. Ich habe mir ja einige schöne Postkarten auch aus dem Allgäu mitgenommen und die möchte ich noch ein bisschen verbasteln. Und dann bin ich auch wieder an so einem kleinen Wunschtraum am Herrichten und Machen und Tun. Und ich möchte auch für meine Mutterpässe von den Kindern möchte ich selber so ein Büchlein basteln, wo ich die einfach alle reinhefte. Und ja, genau, aber jetzt sind erstmal die ATCs wichtig und ja, genau, die gehen dann hoffentlich nächste Woche raus. Also es sind wunderschöne dabei, da bekommt ihr auch definitiv wieder ein Video und genau, das ist ja ein offener Ringtausch mit den Gnomen, Zwergen und Elf, nee,
Gnome, Zwerge und Wichtel. Also wer da spontan jetzt die Woche noch reinhüpfen möchte in diesen Ringtausch, haut rein, schreibt mich an. Wir, denke ich, es ist auch nicht schlimm, wenn es jetzt, wenn sich's jetzt noch um eineinhalb Wochen zieht. Also wie gesagt, ihr wisst ja bei mir eh, dass ihr die Karten bekommt. Also die kommen wieder zurück. Es dauert halt manchmal einfach ein kleines bisschen länger, aber ja, das ist halt einfach so, that's life. Das hat ja, das ist ja bei jedem einfach so. Genau. Oh, da fällt mir gerade auf. Ich könnte euch noch was zeigen. Genau. Es liegt schon ein bisschen länger hier. Das hatte ich mir beim Rewe mitgenommen und irgendwie habe ich kein Körbchen mehr, um solche Sachen reinzulegen, sondern einfach immer nur, ja, ich lege sie mir oben aufs Regal und ignoriere sie. Genau, ich habe mir einen Kreisschneider noch in Füssen beim Ding mitgenommen, beim Lidl. Da bin ich mal ganz gespannt, wie der so ist. Und ja, dann habe ich mir hier noch so eine Taschenschere geholt bei Amazon. Bin ich auch mal gespannt, wie die ist. Die kenne ich. Oh, Entschuldigung. Okay, mein Mann war schneller. Genau. Ja, da habe ich mir so eine Taschenschere mitgenommen. Und ja, fand ich auch ganz lustig. Habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Platzsparend und für unterwegs halt auch echt cool zum Transportieren. Ich denke, da werde ich mir noch mal eine holen. Genau. Ja, aber das war's jetzt. Genau. Ich räume jetzt auf. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.